Da ist noch viel Spannung drin. Wir wollen das diskutieren mit Julius van der Laar, Kampagnen- und Strategieberater. Schönen guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Willkommen. Also, jetzt der Super Tuesday quasi gelaufen. Welcher Sieg ist da tatsächlich für Trump am entscheidendsten? Ich hatte fast alle Bundesstaaten gewonnen, wie gesagt, mit einer Ausnahme, den Nikki Haley für sich dann doch noch reklamieren konnte. Aber ich glaube, es ging vor allem um die Delegiertenstimmen. Mhm. Und da hat Trump mittlerweile einen Vorsprung, der quasi nicht mehr einholbar ist. Er konnte zwar gestern noch nicht die Nominierung klar machen, wird das aber wahrscheinlich nächsten Dienstag machen können. Mhm. Und wenn wir jetzt auf Joe Biden gucken, ist da auch so alles klar? Im Endeffekt ja. Es gibt nicht wirklich einen Herausforderer zu diesem Zeitpunkt. Joe Biden hat aber auch ein paar Probleme. Zum Beispiel im Bundesstaat Minnesota. Dort haben auch wieder 19% der Wähler uncommitted reingeschrieben. Also sie haben sich noch nicht entschieden. Und ich glaube, da zeigt sich einfach, die Joe-Biden-Kampagne muss noch einiges an Arbeit machen, um die eben auch wieder nach Hause zu bringen. Aber da muss ich noch mal nachhaken. Also es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, dass Joe Biden nicht der Kandidat der Demokraten wird? Ich glaube, alles spricht dafür. Solange Joe Biden wirklich der Kandidat sein möchte und ihm nicht zustößt, was wir natürlich nicht hoffen, wird Joe Biden wahrscheinlich auch der Kandidat sein. Allerdings, die Umfragewerte, uns kam gerade wieder eine neue Umfrage am Wochenende raus von der New York Times, die wirklich gezeigt hat, viele, selbst seine eigenen Unterstützer, sagen, er ist einfach deutlich zu alt. Insofern, es gibt noch den Parteitag im Sommer, die große Party Convention. Mhm. Und dort könnte rein theoretisch es zu einer sogenannten Contested oder Open Convention kommen. Dass zum Beispiel eben auch andere Kandidaten sagen, ich will doch noch mal kandidieren. Das funktioniert aber nur, wenn Joe Biden sich selber rauszieht. Und dann wäre es aber natürlich ein absolutes Medienspektakel, weil es quasi ein offener Kampf wäre, eben um diese Nominierung. Vielleicht bräuchten die USA gerade mal sowas. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Kandidatenfrage nicht mehr so spannend ist, aber die natürlich die Wahl im November dann die spannende ist. 5. November, richtig. Ja, also da heißt es jetzt, Trump liegt auch da im Prinzip vorn. Aber da kann auch viel passieren. Unser US-Korrespondent hat uns gesagt, dass das Haley-Lager gar nicht unbedingt für Trump wählen würde. Ist das so? Nochmal. Bis dahin wird noch viel Zeit vergehen. Ne? Und die Trump-Kampagne wird natürlich einiges daran setzen, eben auch diese Leute wieder an sich zu binden. Und wir haben auch gestern Nacht schon versöhnliche, oder vor 2 Stunden vielmehr, versöhnliche Töne von Donald Trump gehört, der gesagt hat, jetzt geht es darum, die Partei zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, eine andere Strategie als das, was wir noch vor ein paar Wochen gehört haben nach New Hampshire, wo er wirklich hart auf Nikki Haley draufgegangen ist und gesagt hat, die muss jetzt endlich aus dem Rennen rausgehen. Insofern, ich glaube, die Stimmen werden jetzt relativ laut werden, dass Nikki Haley dann auch beiseite tritt und eben diese Partei wieder vereint. Aber was eine Sache, die spannend ist, ist auch in den Exit Polls, also in den Nachwahlumfragen rausgekommen, dass die Hälfte der Nikki Haley-Wähler 2020 noch für Joe Biden gestimmt hat. Und insofern zeigt sich da schon auch, das scheint ein harter Kern zu sein. Etwa 10% im Moment insgesamt, die sagen, wir wollen einfach nicht für Trump wählen. Das ist schon höchst interessant. Wo wir gerade schon mal bei den Frauen sind, Kamala Harris, damals ja doch mit sehr viel Unterstützung sozusagen da in das Vizepräsidentenamt gehoben. Man hat sich viel von ihr erhofft, eben gerade auch, weil Joe Biden ja schon zu diesem Zeitpunkt relativ alt war und sie eben so ein bisschen die jüngere, ja, schnittigere an seiner Seite sein sollte. Ja. Ich habe das Gefühl, daraus ist so gar nichts geworden. Wo ist Frau Harris? Ich meine, Kamala Harris war damals eine fantastische Wahlkampfwaffe, weil sie eben genau auch die Jungen und natürlich auch Minderheitswähler angesprochen hat und somit Joe Biden auch die Energie gegeben hat, die er damals auch nicht hatte. Jetzt quasi in diesem Wahlkampf spielt sie kaum eine Rolle. Und auch wenn man sich dort den Zuspruch anschaut, Joe Biden ist unter 40% Zuspruch, was katastrophale Werte sind. Wenn man sich aber den Zuspruch von Kamala Harris anschaut, dann ist sie noch mal 3 Punkte hinter Joe Biden. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Joe-Biden-Kampagne sie nicht absolut nach vorne ins Schaufenster stellt, sondern sie eher ins Kandidatenschutzprogramm steckt und versucht auch ein bisschen zu verstecken. Weil, wie gesagt, in der General Public, in der breiten Öffentlichkeit, gerade auch bei den Republikanern, kommt sie nicht wirklich an. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den viele Republikaner machen. Wenn ihr für Joe Biden wählt, dann bekommt ihr Kamala Harris. Ist einer der Slogans, den die Republikaner immer wieder vorne stellen. Und wenn wir da jetzt mal auf Trump gehen, was ist bei ihm eigentlich die zweite Person im Hintergrund? Steht noch völlig offen. Mhm. Und Trump sagt zwar, er hat schon ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, die Bandbreite ist immens groß. Es könnten unterschiedliche Talkshow-Persönlichkeiten irgendwie werden, zumindest gehandelt. Tucker Carlson zum Beispiel als eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt aber auch eine Reihe von Gouverneuren, die durchaus ein Safe Pick wären für Donald Trump. Bleibt spannend. Da ist sehr viel Musik drin auf jeden Fall. Dankeschön, Julius van der Laar. Danke für den Besuch.